Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und ich habe jetzt mal probiert, ob das hier lädt, aber das tut es nicht, also Pech. So, da ist sie, unsere sexy Dame. Und wir müssen jetzt in die alten Felder, glaube ich. Hatten wir ein Portal? Wir hatten ein Portal geöffnet, genau. Ich musste mich gerade erstmal wieder daran erinnern. Stimmt, wir haben ja hier voll das Massaker gehabt. Oh, ich brauche neue Leichen. Neue Freunde. Oh. Was ist mit meinen Zombies erwecken passiert? Skelette beschwören. Okay, hier können wir das Totem schon mal aufstellen. Hier die Zombies erwecken. Was können wir denn noch nur bewegen? Na, unsere Leichenexplosion ist ja weg. So. Zombies haben wir schon mal. Aber wir können keine Leichen mehr explodieren lassen. Und Waffen beseelen können wir auch nicht mehr. Aber das ist okay. Das werden wir schon überleben. Dafür haben wir jetzt ein Totem, was für uns angreift. Und ich finde, es ist auch gar nicht so ineffektiv. Das Flammentotem hat schon Level ab. Ich glaube, wir müssen bei dem Level-Up immer aufpassen, dass wir es danach noch tragen können, was wir hier ausgerüstet haben. Könnte ich mir vorstellen. So. Das sieht voll aus, als ob wir hier lang müssen. Die Wegekreuzung. Ich will aber noch mal gucken. Yes, noch ein Tresor. Spalt da, den nehmen wir doch mal mit. Haben wir denn hier auch irgendwas Schickes noch? Nee, ne? Der sieht auch cool aus, der Langbogen. So, die Kaninchen, die eskalieren da. Okay, es ist Lenny, der eskaliert. Der jetzt unbedingt da, der Schaller. Der jetzt unbedingt da was machen muss im Käfig, der liebe Lenny. Aufwertungssphäre. Okay, wir töten einfach weiterhin, das passt schon. So, hier kann man nämlich noch rein. Die Höhle. Aber der Eingang sieht schon mal cool aus, muss ich sagen. Also der hat schon was, finde ich. Die Zombies können zwar schon drinstehen, aber egal. Die Höhle. Gucken wir doch mal, was uns die Höhle bringt. Ihr habt die Höhle betreten. Oh nein, eine Höhle. Oh, das brennt ja noch alles. Das ist ja cool. Ach hier, gucke mal. Jetzt wird uns hier angezeigt. Ah. Ja, macht mal, meine Freunde. Wir werten mal unser Totem auf. Kein Problem. Verbindungssphäre. Also kann man bei jedem Ding gucken, ob wir jetzt hier noch sowas haben, was gemacht werden muss. Das ist nicht schlecht. Da bin ich mal gespannt, ob wir den Unmenschen bald mal begegnen werden. Abgenutztes Florett. Ja, wenn wir jetzt unsere Waffen noch beseelen könnten. Ich bin hier gar nicht.
Ich glaube, hier haben wir die aus der Quest, die wir brauchen. Moment, meine Freunde. Ich will hier nicht sterben. Wow, was bringt uns das denn jetzt hier alles? So ein leichtes Lebensproblem, falls es euch mal aufgefallen ist. Scheiße, die können ja auch von da kommen. Wenn ich jetzt doch nur die Leichenexplosion wieder wirken könnte. Reunite and march once again. Too much clutter. Ja, wir haben es hingekriegt hier, meine Freunde. Verzeihung erfüllt. Ringpanzer-Wams. Wir können zumindest diese sexy Eisenmaske mitnehmen. Und weitergehen. Mal gut, dass wir hier noch waren. So, dann. Gucken wir trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Wir haben eine Hake in der Hand, das ist ja cool. Also ein Wegpunkt wird es ja wohl hier auch geben, oder? Ich meine, es gibt es doch hier an jedem so ein Ding. Mal hier. Schaller. Ach, das können wir schon gar nicht mehr aufnehmen. Wir lassen die Eisenmaske hier und nehmen den Schaller mit. Ja, was? Wir benutzen jetzt eine Portalrolle. Das machen wir jetzt einfach mal. What? Uns haben wir aber nichts Interessantes hier, glaube ich, ne? Nee. Aber ich habe ganz viel Crap für dich. Return, if you must. Return. Ja, auf jeden Fall. So. Verändert die Verbindungen zwischen Fassung von Gegenständen, okay? Ist natürlich nicht schlecht. So, dann gehen wir mal wieder rein. So, wir könnten hier unten nochmal lang gehen. Okay, vielleicht finden wir hier doch nichts. Mal gucken. Hm. Nee, sieht nicht so aus. Wobei wir hier noch nicht zu Wesen gescheint sind. Egal, ihr wisst, was ich meine. So. Ach, eigentlich können wir auch hier nochmal einsammeln. So, können wir das hier noch ein bisschen gescheiter stapeln? Bestimmt. Was haben wir denn noch? Noch eine Keule. Und noch Panzerhandschuhe. Nehmen wir. Okay. Dann verwenden wir das doch nochmal. Hello.
Hello, Digga. Ich hab noch ein bisschen Crap für dich. Return if you must. Too much clutter. Okay, kein Problem. Ja, das ist jetzt ja wirklich hier ein bisschen ungünstig, oder? What? Wie heißt der Gneis? Kein Problem, Gneis. Abgetragenes Wams. Wams, genau, Wams. Die Seidenweste. Weg damit. Und dann können wir die Lederkappe noch mitnehmen. Holzspalter. Rostiger Stachel. Der passt doch hier noch mit hin. Okay, es sieht so aus, als ob hier schon mal kein Wegpunkt ist. Vielleicht finden wir da links noch einen Wegpunkt. Nachher haben wir auch wieder ein bisschen Loot, ne? Okay. Wir haben doch die Portalrollen, da kann man die mal benutzen. What? So. Würde sagen, wir packen jetzt diese Gems auch einfach mal hier hin, weil wir die jetzt ja eh nicht gerade gebrauchen können. Dann hätten wir nämlich etwas mehr Platz für irgendwas. So, wir können ja so ein bisschen kleinere Sachen mal mitnehmen. Clutter. Noch irgendeine lange, schmale Waffe. Hier den Waldknochen-Rapier. Dann gehen wir noch mal ein paar Meter in die Richtung. Sehen, dass wir jetzt hier auch nicht die Erlösung finden. Hier geht es auch nicht weiter, ne? Nee. Von da unten kommen wir ja auch, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier links nochmal weiter. So, Flammentotem kann hochgestuft werden. Eine Stammestruhe. Gibt uns einen tollen Bogen, den wir total gebrauchen können. Oh. Too much clutter. Okay. Dafür muss jetzt der mal leider weg. Wobei wir die Keule jetzt noch mitnehmen können. Und sonst gibt es jetzt hier auch nicht mehr. Ja, ich vermute, dann gibt es hier gar keinen Wegpunkt. Dann ist es wirklich nur so eine Durchgangsebene, so wie das aussieht. Ich würde jetzt auch mal in die nächste Ebene da oben reingehen. Und mal gucken, ob wir nicht gleich zu Anfang einen Wegpunkt haben. Bei der Wegkreuzung. Vielleicht. Stammestruhe. Stammestruhe. Kriegen wir schon wieder die nächsten Rollen hinterhergeschmissen? Ist auf jeden Fall schon ein bisschen was zum Nachlesen. Aber ich glaube, dann werde ich mein Inventar doch mal leer machen. Sonst lohnt sich das vielleicht nicht. So, gab es hier nicht irgendwas, was ich gerne angucken wollte? Den geschnitzten Zauberstab. Okay, der ist halt wirklich auch einfach nur scheiße. Also weg damit. Braucht kein Mensch. Dankeschön. Danke. So. Dann mal wieder rein hier.
Halt, da ist noch eine Portalrolle. So, ich wollte jetzt hier nochmal schnell lang. Weil ich wusste, dass die eine Portalrolle geben. Deswegen. Bastardschwert. Okay. Dann haben wir das schon mal ausgespäht. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Der hat eine Sense in der Hand. Wie cool ist der denn? Ja, also die mag ich. Jetzt müssen wir hier gleich irgendwie nochmal lang, glaube ich. Ach, hier kommen wir rein. Sieh mal einer an. Meine Zombies, das interessiert die einfach nicht. Das finde ich echt schön. Gut, wir gehen jetzt aber mal hier rein. I haven't slept. Nowhere. It has been a little over a week since the Black Storm. My husband has not returned, and sickness now sweeps through our village. Many have died, and those who have lived have changed. These were folk we once called neighbor and friend. Now they limp and stagger through the night, yeah. Their deformities as grotesque as the madness in their eyes. Stoffgürtel. Den Stoffgürtel könnten wir auch gut aufwerten. Das sieht so schön hier aus, ne? I haven't slept. Ach so. It has been a little... Warum kann ich denn hier nicht wirken? Ich muss sie da jetzt erst wegmachen, bevor ich hier... Okay. Identifikationsrolle. Nehmen wir auch gleich mal mit. So, Krummbogen. Vielleicht finden wir nämlich noch mal schöner. Identifikationsrolle. Gefütterte Jacke. Was zu uns passt. Rankendiadem. Jägerrüstung. Er sieht nicht so aus. Wir können aber mal uns auffüllen vom Leben her. Oh, geil, ey. Ich den mal an. Den müssen wir uns mal aufheben. Den könnten wir uns bestimmt irgendwie aufwerten. Stoffgürtel. Erhöhte Mana-Wiederherstellung. Ich nehme jetzt mal das mit den Betäubungseffekten, weil wir die ja vereisen. Stiefelmesser. Okay. Wir gehen aber schon mal ein Stückchen weiter. So, hier ist nämlich schon so ein nächster Punkt, wo man hingehen kann. Die Kriegsschreinruinen. Wollt mal gucken, ob es jetzt hier einen Wegpunkt gibt. Ey, dieser Eisschaden ist geil, ne? Was war denn hier? Das haben wir aber schon, ne? Okay. Gehen wir mal hier lang. Dann kommen wir nämlich hier auch dann zu unseren Kreaturen. Dann halten die bestimmt auch länger durch. Und hier haben wir schon unseren Wegpunkt. Mal gut, dass ich keine Portalrolle benutzt habe. Apropos. Ich kann jetzt noch mal schnell hier lang gehen und töten. Und dann kann ich hier doch noch ein paar Sachen aufnehmen aus der Ruine. So ein paar kleinere. Wie zum Beispiel die Beinschienen, die Stiefel, das Mana-Fläschchen.
Much clatter. Und dann gehen wir oben zum Wegpunkt und lassen uns zurück teleportieren. Oder wie man das so nennen kann. So, dann habe ich jetzt 6 Parts hintereinander aufgenommen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen. Ach hey. Gut. What troubles you bring now? So, den wollten wir behalten. Going. Dann platzieren wir den mal hier. Und ich sage damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.